Zwischen Umweltverschmutzung, Verschwendung und allgemeiner Misshandlung haben die Menschen einen ziemlich schlechten Job gemacht, um unseren Planeten sauber und gesund zu halten. Aber zum Glück gibt es ein paar helle Sterne unter uns, die mit gutem Beispiel vorangehen, wie wir unseren Planeten Erde behandeln sollten. Bleib dran, um dich für den Umweltschutz zu inspirieren und um ungewöhnliche Wege zu finden, wie du unserem Planeten helfen kannst. Platz 20. Ein neues Blatt. Jadav Payeng, der den Spitznamen Waldmensch von Indien trägt, pflanzt seit 40 Jahren jeden Tag einen Baum. In diesen 4 Jahrzehnten hat er das, was einst eine sandige, unfruchtbare Untiefe am Fluss Brahmaputra war, in ein üppiges Waldreservat verwandelt. Mit knapp über 1300 Hektar ist sein persönliches Baumparadies größer als der Central Park. Während Payeng zeigt, was ein einzelner Mensch erreichen kann, macht Pakistan vor, was passiert, wenn ein ganzes Land zusammenhält. Die pakistanische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten 5 Jahren 10 Milliarden Bäume zu pflanzen. Nicht nur, um die dezimierten Wälder wieder aufzufüllen, sondern auch, um den Auswirkungen der globalen Erwärmung entgegenzuwirken. Bäume können dazu beitragen, indem sie Kohlendioxid, eines der schädlichsten Treibhausgase, aus der Atmosphäre binden und es durch den Sauerstoff ersetzen, den wir alle brauchen. Die Initiative mit dem Namen Plant for Pakistan begann am 2. September 2018 und pflanzte allein an diesem ersten Tag 1,5 Millionen Bäume. Und falls du dachtest, das sei verrückt, Äthiopien pflanzte im Juli 2019 bei einer ähnlichen Initiative 350 Millionen Bäume in 12 Stunden. Auch der berühmte YouTuber MrBeast feierte das Erreichen von 20 Millionen Abonnenten mit einer Aufforderung an seine Abonnenten, ihm zu helfen, bis 2022 20 Millionen Bäume zu pflanzen. Spende online an Team Trees, wenn du deinen Teil dazu beitragen willst. Platz 19. Bananensäcke. Thailand hat wunderschöne Strände und ein lokales Unternehmen will dafür sorgen, dass das auch so bleibt, indem es den Plastikmüll auf ein Minimum reduziert. Der Rim Ping Supermarkt in Chiang Mai hat seine Plastikverpackungen für Lebensmittel durch eine umweltfreundlichere Alternative ersetzt: Bananenblätter. Die Blätter, die in tropischen Gegenden wie Thailand billig und leicht erhältlich sind, werden mit Bambus befestigt, damit die gesamte Verpackung nach dem Gebrauch kompostiert werden kann. Platz 18. Gartengrüße. Das britische Unternehmen Bonjour Bloom hat einen einfachen, aber genialen Plan, um die Verschwendung von Wegwerfartikeln zu reduzieren. Grußkarten. Das Unternehmen stellt 100% biologisch abbaubare Karten her, die du auf Amazon kaufen kannst und die Wildblumensamen enthalten. Sobald der Empfänger die Nachricht auf der Karte gelesen hat, muss er die Karte nur noch in Wasser einweichen und im Kompost vergraben. Innerhalb weniger Tage werden Wildblumen aus der Karte wachsen und den Schmetterlingen und Bienen in der Nachbarschaft den dringend benötigten Pollen liefern. Platz 17. Strandschilder, die dich zum Nachdenken bringen. Diese Strandschilder sollen die Strandbesucher dazu bringen, zweimal nachzudenken, bevor sie ihren Müll wegwerfen. Jeder Pfosten umschließt ein oft weggeworfenes Stück Abfall und gibt an, wie lange es dauert, bis es abgebaut ist. Ein solch auffälliger Anblick ist ein sehr effektiver Weg, um zu Veränderungen zu ermutigen. Nur wenige Menschen wissen, dass eine Cola-Dose noch 200 bis 500 Jahre liegen bleiben kann, während eine Glasflasche bis zu 1 Million Jahre braucht, um sich zu zersetzen. Leider scheint jemand die 1 bis 5 Jahre, die eine Zigarette braucht, um sich zu zersetzen, als Zeichen der Ermutigung zu verstehen, aber es ist ein Anfang. Platz 16. After-Beer-Snacks. Dass Plastikprodukte wie Bierringe Tiere fangen oder versehentlich gegessen werden, ist heutzutage leider keine Seltenheit mehr. Aber die Saltwater Brewery in Florida hat etwas dagegen unternommen und essbare, biologisch abbaubare Sixpack-Ringe für ihre Biere entwickelt. Die Ringe der Saltwater Brewery werden aus Gerste und Weizen hergestellt, die bei der Bierherstellung leicht verfügbar sind und von Lebewesen unbedenklich aufgenommen werden können. Sie sollen nicht zum Müll liegen lassen ermutigen, aber Menschen, die dafür chronisch anfällig sind, ist das eine tolle Lösung, während sie lernen, anständig zu sein. Platz 15. Trashfishing. Die Menschen in Kwinana, Australien, wissen, dass saubere Wasserwege für das Gedeihen aller Arten von Leben notwendig ist. Außerdem sehen sie viel besser aus als verschmutzte, mit Müll verseuchte Gewässer. Um zu verhindern, dass die Verschmutzung in die Wasserversorgung eindringt, hat Kwinana damit begonnen, die Abflussrohre, die in die Wasserreserven führen, mit Netzen abzudecken. Diese Müllfallen fangen den Abfall aus Regenwasserkanälen auf und werden, wenn sie voll sind, entfernt und zu einer Recycling-Sortieranlage gebracht. Es ist einfach, aber es funktioniert wunderbar. Platz 14. Die grünste Oma.
Nachdem sie eine Fernsehsendung über Plastikmüll gesehen hatte, war eine britische Großmutter entsetzt. Inspiriert davon, etwas zu verändern, säuberte sie 2018 in nur einem Jahr 52 Strände in Großbritannien. Mit Hilfe ihrer Enkelkinder, Freiwilligen und anderen Mitstreitern sammelte die 70-Jährige einen Sack nach dem anderen ein und inspirierte damit viele Menschen. Und sie tut es bis heute. Diese grüne Oma beweist, dass man nie zu alt ist, um etwas zu bewirken, auch wenn manche das nicht glauben. Platz 13. Der landesweite Windstoß. Wenn es um die Gesundheit unseres Planeten geht, darf die Atmosphäre nicht außer Acht gelassen werden. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung ist der größte Verursacher der Luftverschmutzung. Da dieses Thema in aller Munde ist, untersuchen viele Länder ernsthaft erneuerbare Energien als eine dauerhafte Alternative. Im Jahr 2016 hat Portugal der Welt bewiesen, dass erneuerbare Energien nicht nur ein Traum, sondern Realität sein können. Erstaunlicherweise wurde das ganze Land 107 Stunden lang nur mit Wind, Sonnen und Wasserkraft mit Strom versorgt. Das war ein globaler Meilenstein in Sachen Null Emissionen und setzte wichtige Ziele für den Rest der Welt. Schottland sagte: Ich sehe dich, Portugal. Und im Jahr 2019 erzeugten die Schotten allein durch Windkraft genug Strom, um zwei Länder von der Größe Schottlands zu versorgen. Das war genug Strom, um satte 4,47 Millionen Haushalte zu versorgen. Beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es in Schottland nur etwa 2,6 Millionen Haushalte gibt. Erneuerbare Energien sind machbar. Die Regierungen müssen sich nur der Aufgabe stellen. Platz 12. Recycling mit Nutzen. Im Jahr 2015 begann Kopenhagen, das Recycling auf eine ziemlich einzigartige Weise zu verändern. Dänemark bietet kleine Geldbeträge als Gegenleistung für die Rückgabe leerer Flaschen und Dosen. Für Obdachlose, die auf dieses Einkommen angewiesen sind, kann es gefährlich und schmutzig sein, die Mülltonnen zu durchwühlen. Deshalb hat die Stadt begonnen, die Tonnen mit Regalen zu versehen. Die Trinkgefäße können auf den Regalen abgestellt werden, um das Recycling zu fördern und gleichzeitig den Ärmsten der Gesellschaft zu helfen. Ich würde sagen, das ist ein Gewinn für alle. Platz 11. An die Würmer verfüttert. Als ein wissenschaftlich interessierter Redditor entdeckte, dass Mehlwürmer Styropor verdauen können, bauten er und seine Freundin eine Mini-Farm aus alten Plastikschubladen, um genau das zu erreichen. Da Mehlwürmer sehr pflegeleicht sind, könnte diese innovative Methode, Styropor in kürzere Kohlenstoffketten aufzuspalten, das Recycling von Plastik um einiges grüner und einfacher machen. Mit solchen umweltfreundlichen Verpackungslösungen sollten Unternehmen wie Amazon über ihre eigenen Praktiken nachdenken. Platz 10. Besteck für Millennials. Mexiko liefert fast die Hälfte des weltweiten Avocado-Angebotes. Bei der Herstellung der Lebensmittel, für die diese Avocados verwendet werden, werden die übrig gebliebenen Kerne normalerweise verbrannt. Anstatt die Kerne zu verbrennen, hat das mexikanische Unternehmen Biophase damit begonnen, sie in Besteck und Strohhalme zu verwandeln. Dieses Besteck zersetzt sich innerhalb von 240 Tagen auf natürliche Weise, ist wiederverwendbar und fühlt sich ähnlich an wie ihre Gegenstücke aus Plastik. Und es versteht sich von selbst, dass sie perfekt für Guacamole sind. Platz 9. Freunde des Waldes. Wenn du jemals an deinen Fähigkeiten zweifelst und die Welt zu verändern, die du dir wünschst, dann schau dir Jia Haihua und Jia Wenkui an. Die beiden lebenslangen Freundinnen, von denen eine blind und die andere beidseitig armamputiert ist, haben es geschafft, in den letzten 10 Jahren 10.000 Bäume in ihrer Heimat China zu pflanzen. Sie tun dies nicht nur wegen des mageren Einkommens, das ihnen die Regierung zahlt, sondern auch, um der Gemeinschaft etwas zurückzugeben, die sie mit ihren Behinderungen unterstützt hat. Ihre Leidenschaft für die Umwelt ist Motivation genug, um die Schwierigkeiten zu überwinden, die das Leben ihnen bereitet. Und sie tun das, wie niemand es sonst könnte. Platz 8. Spaghetti-Strohhalme. Wenn du nächstes Mal eine Limonade bestellst, überlege dir die Wahl deines Strohhalms. Strohhalme aus Papier werden immer beliebter, da Einweg-Plastik-Strohhalme aus der Mode kommen. Aber sie lösen sich oft auf, bevor du dein Getränk ausgetrunken hast. Strudels hingegen könnte das nächste große Ding sein. Dieses italienische Unternehmen stellt Strohhalme aus ungekochten Nudeln her. Diese geschmacksneutralen Nudeln, die einem herkömmlichen Strohhalm ähneln, behalten bei jedem Stück ihre Struktur und können gar al dente oder mit Bolognese-Soße gegessen werden, wenn du fertig bist. Du kannst sie auch einfach kompostieren, wenn du keine Lust auf einen Hauch von Limonade hast. Platz 7. Kaffee mit Gewissen. Überall auf der Welt setzen verantwortungsbewusste Kaffeehäuser die Abfallvermeidung auf unglaublich einfache Weise um. Anstatt den Kaffeesatz und die Teeblätter wegzuwerfen, geben sie sie in Behälter, die die Kunden als kostenlosen Kompost mit nach Hause nehmen können. In ähnlicher Weise haben verschiedene Strandcafés damit begonnen, kostenlosen Kaffee im Tausch gegen einen vollen Eimer mit am Strand gesammelten Müll anzubieten. Wenn ich an einem Montagmorgen eines dieser Schilder entdecke, hat das Café mehr volle Mülleimer als Kaffeebecher, bevor es überhaupt weiß, wie ihm geschieht. Was? Ist da nicht so, als hätte ich ein Problem? Platz 6. Der Outdoor-Kühlschrank.
Ein Restaurant namens Papa Dabada in Indien hat 2016 begonnen, die Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen, indem es einen Kühlschrank auf dem Bürgersteig direkt vor seiner Tür aufgestellt hat. Die Besitzer bitten alle, die Essensreste haben, diese in den Kühlschrank zu legen, anstatt sie wegzuwerfen. Wer hungrig ist, kann sich kostenlos bedienen, egal ob er Kunde ist oder nur ein Passant. Der Kühlschrank braucht nur wenig Energie und Muskelkraft, um in Betrieb und sauber zu bleiben. Aber er hat eine große Wirkung auf die Menschen, die weniger Glück haben, und reduziert die Lebensmittelverschwendung massiv. Platz 5. Ultimatives recyceltes Restaurant. Ein Pop-Up-Restaurant, das 2018 erstmals in New York errichtet wurde, hat den Spieß buchstäblich umgedreht. Das Zero Waste Bistro ist ein innovatives, bewegliches, temporäres Restaurant, das nur wiederverwendbare oder recycelte Gegenstände enthält. Die Wände sind aus recycelten Lebensmittelbehältern gefertigt und der Esstisch besteht aus einem Verbundstoff, der aus aufbereiteten Industrieabfällen hergestellt wurde. Alle Teller und das Besteck sind ebenfalls recycelt. Wenn sich das durchsetzt und die umweltfreundlichen Restaurants in Zukunft so gut aussehen, können sie von mir aus auch aus recycelter Unterwäsche bestehen. Ich würde trotzdem vorbeischauen. Platz 4. Schwimmende Mülleimer. Wenn du in den letzten 10 Jahren nicht unter einem plastikverkrusteten Felsen gelebt hast, weißt du, dass unsere Ozeane ein ernstes Verschmutzungsproblem haben. Teile unserer Meere und Küsten sind mit Plastik und anderen Abfällen verstopft. Und obwohl es normalerweise nur Mülleimer an Land gibt, ändert ein Unternehmen dies. Sebin ist ein schwimmender Müllbehälter, der an Anlegestellen, Bootsvereinen und überall dort eingesetzt werden soll, wo Menschen häufig mit dem Meer in Kontakt kommen. Der schwimmende Mülleimer saugt das mit Müll beladene Wasser an und fängt Müll und Mikroplastik in einem Netzbeutel auf, bevor er das saubere Wasser wieder herausfiltert. Wir hoffen, dass sie sich irgendwann für den Einsatz im Meer eignen, damit Schildkröten und Delfine endlich lernen, Papier in den Mülleimer zu werfen, wie die menschlichen Profis. Platz 3. Holy Soaps. Ein Hotel hat den mittleren Teil seiner Seife entfernt, um den Abfall zu bekämpfen, was auf den ersten Blick seltsam erscheint. Aber es macht tatsächlich Sinn, denn so wird weniger Seife verschwendet, weil die Seifenstücke nach kaum Gebrauch weggeworfen werden. Die entfernte Mitte des Seifenstücks kann für andere Seifenstücke verwendet werden und die Lücke sorgt für zusätzlichen Halt. Kein Zusammenhang mit dem Wiener Cleaner. Ich überlasse dir nachzuschauen, wie das funktioniert. Platz 2. Umweltverträgliche Mode. Eine häufig übersehene Art von Müll, der auf Mülldeponien landet, ist Kleidung. Erstaunlicherweise wird nur 1% der Kleidung recycelt. Renewcell aus Schweden hat eine Lösung. Sie stellen aus ungewollter und unbrauchbarer Baumwollkleidung Zirkulose her, ein brandneues Material, aus dem Kleidung hergestellt werden kann, die von Stoffen aus nicht recycelten Textilien nicht zu unterscheiden ist. Außerdem haben Marken damit begonnen, Dinge wie Plastikflaschen zu recyceln und daraus T-Shirts herzustellen, was wesentlich weniger Energie verbraucht als die Herstellung von Polyester. Du könntest auch ein paar Schritte einsparen und so vorgehen. Platz 1. Hast du Kaugummi? Es ist nicht überraschend, dass Plastik eine der häufigsten Formen von Müll ist, aber ein kunststoffähnliches Polymer findet sich auch in einem Alltagsgegenstand, den viele Menschen regelmäßig auf den Boden werfen. Kaugummi. Kaugummi braucht Jahrzehnte, um biologisch abgebaut zu werden und ist überall, wo man ihn findet, ein Schandfleck. Außerdem ist es total eklig, ihn auf den Boden von Tischen zu entdecken. Unter anderem aus diesen Gründen wurde Gumdrop im Jahr 2009 gegründet. Gumdrop bringt auffällige rosafarbene Behälter an Laternenpfählen und Schildern in Städten an, in denen Passanten ihren Kaugummi entsorgen können. Die Kaugummis können dann zu einem formbaren Polymer namens Gumtech recycelt werden, aus dem alles Mögliche hergestellt werden kann. Von Kaffeebechern über Kämme bis hin zu Schuhen. Bisher war Kaugummi das Letzte, was man auf der Unterseite seines Schuhs haben wollte. Jetzt nicht mehr. Könntest du dir vorstellen, eine dieser revolutionären, umweltfreundlichen Ideen zu übernehmen? Und hast du selbst welche? Ich würde gerne deine Ideen hören, also schreibe sie in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.